Schönen guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen, Besucher. Streiks in unseren Innenstädten, Demonstrationen von Bauern mit großen Traktoren und Demonstrationen von Zehntausenden, ja Hunderttausenden normaler, sage ich mal, Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus. Was ist eigentlich los in unserem Land zum Jahresauftakt 2024? Und was kann die Politik überhaupt tun, um die Krise, in der Deutschland sich möglicherweise befindet, zu lösen? Und schließlich, vielleicht die wichtigste Frage, was kann unser Gast dazu beitragen in seiner heutigen Funktion und möglicherweise in einer zukünftigen Funktion? Das sind nur drei Fragen, die wir heute erörtern wollen mit unserem Gast bei diesem AZ Live. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir den bayerischen Ministerpräsidenten hier begrüßen können. Markus Söder, herzlich willkommen in Augsburg. Ich freue mich auch sehr, heute die Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen bei uns zu begrüßen. Liebe Frau Holland, herzlich willkommen bei Ihrer Augsburger Allgemeinen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben unseren Ehrengästen, neben Herrn Söder, sind Sie heute eigentlich alles Ehrengäste. Sie kennen das ja beim AZ Live. Da sollen Sie, sollen die Leserinnen und Leser der Augsburger Allgemeinen die Möglichkeit haben, prominenten Politiker direkt Fragen zu stellen. Und ich mache das jetzt ja erst seit ein paar Monaten, aber ich muss sagen, per E-Mail haben uns wirklich so viele Fragen schon erreicht wie selten zuvor. Also ich würde sagen, Dutzende beschreibt das gar nicht mehr richtig. Das geht schon an die 100 Fragen. Das Interesse ist enorm. Und liebe Besucherinnen, liebe Besucher, Sie können das natürlich den Leserinnen und Lesern gleich tun, die uns per E-Mail gefragt haben. Sie finden diese kleinen Bierfilzchen auf Ihren Sesseln. Sie kennen das. Notieren Sie gerne, was Ihnen auf den Nägeln brennt und was dann wir hier auf der Bühne Herrn Söder fragen sollen. Wir, das bin ich, Peter Müller, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, und das ist meine Chefredaktionskollegin Andrea Kümpfbeck. Andrea und ich werden das Gespräch heute moderieren, und damit darf ich Andrea und Sie, lieber Herr Söder, auf die Bühne bitten. Bist du in die Mitte? Herr Söder, bitte. Und während wir uns jetzt gerade noch gemütlich einrichten auf der Bühne, zwei kleine Hinweise. So gemütlich sind die Stühle hier aber nicht. Da sagen Sie was. Ganz schön eng, habt ihr ganz schön gespart hier bei der Augsburger. Na gut. Das Ganze geht gut los. Während wir uns also einrichten, der Hinweis, diese Veranstaltung wird von ATV, unserem Fernsehsender, aufgezeichnet. Das heißt, Sie können das Wasser dann sehen und nachverfolgen. Und der zweite Hinweis, auch wichtig, Herr Söder, das hat jetzt nichts mit dem unbequemen Stühlen, hoffe ich, zu tun. Herr Söder hat ein bisschen mehr als eine Stunde Zeit. Also es werden nicht ganz die 90 Minuten werden, möglicherweise, die wir sonst bei AZ Live haben. Insofern, wenn Sie Fragen haben, hier im Publikum nicht zu lange warten, sondern auf den Bierdeckel notieren und gerne an uns nach vorne geben. Und damit, Andrea, bitte. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herr Söder, wenn man Ihnen in den sozialen Medien folgt, dann sieht man einen rastlosen Ministerpräsidenten. Letzte Woche Stockholm im ABBA-Museum, wo Sie zur Dancing Queen getanzt haben, wo Sie dann eine echte Königin getroffen haben, nämlich Silvia. Am Wochenende waren Sie dann in Neuses bei den Metzgern, gestern in Neuburg, auch in unserem Verbreitungsgebiet, wo Sie nach dem Vorbild von Top Gun im Eurofighter gesessen sind. Gibt es sowas wie Lieblingstermine für einen Ministerpräsidenten? Ja, der absolute Höhepunkt ist jetzt. Das ist völlig klar. Ja. Das ist angemessen. Also, ja. Aber natürlich ist es so, dass die Vielfalt der verschiedenen Aufgaben mit vielen Begegnungen es ausmacht. Es ist in der Tat so, ich bewege mich, bin viel unterwegs,
brauche aber auch Zeit zum Denken. Ich finde, es ist in der deutschen Politik ein Manko. Es wird zwar viel geredet, aber nicht vorher nochmal nachgedacht, Entscheidungen vorbereitet, Entscheidungen getroffen. Aber in der Tat ist halt wichtig, dass man präsent ist, bei den Menschen. Also jetzt die Termine, die Sie angesprochen haben, also beim Metzger Cup war halt einfach ein Ausdruck der hervorragenden Leistungsfähigkeit eines unserer Handwerks, der Metzger. Und Sie wissen, dass ich ja jetzt, sagen wir mal, jeden total respektiere, der komplett vegan lebt. Jeden. Für mich allerdings und meine Lebensperspektive, ich kann mir ein Leben ohne Bratwürste zwar theoretisch vorstellen, erachte es aber als wenig sinnvoll. Das ist ein Teil vom Handwerk. Auslandsbesuche können dazu, was übrigens interessant war, das war für Augsburger wichtig, weil die Rocket Factory, ein Augsburger Weltraumunternehmen, das dort in Nordschweden einen eigenen Weltraumbahnhof hat und es startet, also sozusagen auch die eigenen Firmen mit zu unterstützen in der Welt, das war der eigentliche Hintergrund. Und Sie haben also all die Dinge können dazu. Zum Titel Bavaria One? Oder? Ja, Bavaria One, wobei das ganz super war, also waren alle wieder ganz toll. Man hat mich dann in die Rakete, die unmittelbar starten sollte, war noch eine andere reingegeben und hat mir aber gesagt, es darf auf keinen Fall ein Handy mitgehen, gar nichts darf mitgenommen werden, weil da ist 2000 Kilogramm hochexplosiver Treibstoff, der explodieren kann. Und deswegen muss ich mein Handy abgeben, sozusagen. Ja. Ich habe nur gemerkt, dass die Journalisten dauernd draußen dann Handys zu Nummern geschickt haben, weil die wollten testen, ob das hochgeht. Ja. War sehr freundlich. Wie es halt so ist. Und also das war wirklich aus meiner Sicht sehr spannend. Das Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch war dann, als es am Abend Rentier und Elch gegeben hat, ist ja Ganfleisch. Aber lieber ein Leberkäse als Rentier. Also war jetzt nicht so meins, ja. Dazu sämische Gesänge. Also das war, da war dann am Nachmittag vorher Abba und Königin Silvia deutlich empathischer. Heute waren es Weißwürste, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, heute Morgen hatten wir bei mir Weißwürste, Wienerwürstle, alles gab es ja. Aber auch Salat. Ja, ja, mitunter dazwischen. Also theoretisch. Womöglich machen diese Termine ja auch so viel Spaß, weil die Lage im Land so ernst ist. Mein Kollege hat es erwähnt eingangs, in Deutschland erleben wir die Bauerndemos, Eisenbahnerstreiks, Fluglotsenstreiks, jetzt die großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Wir wollen heute ja darüber reden, was unser Land zusammenhält. Wie erklären Sie sich diese Daueraufgeregtheit, die wir gerade erleben? Ja, es gibt einen Grund, im Land geht es schlecht. Ich meine, die Regierung sagt offen. Der Bundesfinanzminister sagt, es sei praktisch Panik in der Wirtschaft, Deutschland sei abgestiegen, wir seien nicht mehr Weltspitze. Der Bundeswirtschaftsminister sagt beim Jahresbericht der Wirtschaft letzte Woche, die Lage sei mehr als trostlos. Es gibt offenen Streit über die Sicherheitsarchitektur. Ja, also die Grünen sagen, wir sollen es so machen, die Liberalen sagen, wir sollen es anders machen. Der Bundeskanzler macht das, was er am liebsten macht, er sagt nichts. Das ist ein Durcheinander, wie ich es selten erlebt habe, vor allem vor folgendem Hintergrund. Wir sind ja tatsächlich in einer realen Krisensituation. Ja. Nach Corona, jetzt auch in dem Krieg. Und auffällig ist, dass alle anderen Länder um uns herum, alle Länder im G7-Raum, ein leichtes Wirtschaftswachstum haben. Die einzigen, die zurückfallen, ist Deutschland. Also muss es einen Grund geben. Und dieser Grund ist meiner Meinung nach ausgemacht. Und deswegen ist viele der Beschlüsse, die getroffen werden in Berlin, sind wenig verständlich, gehen zu Lasten auch der Mitte der Gesellschaft. Und darum ist ein Teil der Aufregung verständlich. Und dann kommt noch was dazu. Und da offenkundig viele denken, nehmen wir mal die Landwirtschaft, da wird über Nacht, weil man einen verfassungswidrigen Haushalt gemacht hat, wird eine Art Sparpaket zusammengezimmert. Anstatt dass man die Dinge vielleicht einspart, die leichter einsparbar sind, ein Heizgesetz, das zu einer Verdoppelung von Ölheizungen führt, total guter Effekt. Ein Bürgergeld, das völlig überzogen ist und die Leute eher fast von Arbeit abhält, als sie motiviert. Spart man zum Beispiel bei der Landwirtschaft und jetzt kommt's. Die Landwirtschaft demonstriert dagegen, sagt, das ist unfair. Und anstatt, dass die Regierung es anheilt, nachdem sie zwei Monate später in einer Haushaltsausschusssitzung noch einmal 3-4 Milliarden findet, quasi, muss man sich auch mal vorstellen, ne? Da findet nochmal 3 Milliarden einfach so rum. Ne? Und anstatt dann in der Stelle dieses Problem zu bereinigen, sagen sie, nein, das ist uns egal. Und deswegen, glaube ich, ist ein Teil dieser Aufgeregtheit, die Hilflosigkeit, der Ärger und die Sorge vor dem Abstieg, die teile ich. Ich glaube, Deutschland kann es besser, als jetzt die Lage ist.
Jetzt ist es ja so, Herr Söder, dass man dieser Regierung in der Tat der Ampel viel vorwerfen kann. Und Sie haben ja jetzt die Gelegenheit auch natürlich genutzt, ein paar dieser Fehler dingfest zu machen. Gleichzeitig sagen Sie aber, und da will ich einhaken, dass es unserem Land schlecht geht, womöglich ja nicht nur, das sagen Sie ja auch nicht wegen der Regierung, sondern weil es so ein paar größere Trends gibt, die vielleicht zurzeit wirtschaftspolitisch, geopolitisch schon gegen Deutschland laufen. Also, wir sind ein Land, das vom Export abhängig ist. Es gibt aber das Problem mit Asien, die Schwierigkeiten mit China. Es kann möglicherweise zwischen Taiwan und China zu Schwierigkeiten kommen. Donald Trump kann zurückkehren und den Freihandel beschädigen. Wir suchen händeringend Fachkräfte, auch ein Thema, das sozusagen nicht zwingend bei der Ampel anzuhängen ist. Und schließlich gibt es, da sind wir dann möglicherweise bei der Ampel, die hohen Energiepreise, die deutsche Unternehmer und Unternehmerinnen belasten wie kaum andere in Europa. Was kann man denn gegen diese größeren Trends unternehmen und machen als Politiker, die Deutschland belasten? Na, wir können sie zumindest nicht ignorieren und stur das machen, was wir parteipolitisch für richtig halten. Mhm. Am vergangenen Donnerstag saß die schwedische Energieministerin neben eine junge Dame, die hat es ganz einfach gesagt: Wollen Sie Klimaschutz? Wollen Sie vernünftige Energiepreise? Dann müssen Sie erneuerbare Energien fördern und brauchen eine grundlastfähige Energie. Und es ist jedenfalls auf absehbare Zeit die Kernenergie. Und darum machen wir Schweden das. Mhm. Wir in Deutschland haben uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Wir fördern kein eigenes Gas, obwohl wir es könnten, weil wir sagen, das wollen wir nicht, kaufen dafür Fracking-Gas aus den USA zu teuren Preisen. Wir könnten die Kernenergie zumindest eine Zeit lang nutzen, um über all die Krisen, die Sie ansprechen, wegzukommen. Machen wir aber nicht, müssen dann aber Kernenergie von woanders importieren und zusätzlich Kohlekraft in Deutschland reaktivieren. Verteuert die Preise, verschlechtert die CO2-Bilanz. Das sind, Entschuldigung, eigen- und hausgemachte Probleme. Stichpunkt 1. Stichpunkt 2. Wenn Sie sich mal anschauen beim Thema Fachkräfte. In Holland, in Dänemark, in anderen Ländern sind ungefähr 75% der Menschen, die neu zu uns kommen, also auf der Flucht sind, sind in Arbeit. In Deutschland unter 20%. Ich glaube nicht, dass die Menschen als weniger leistungsfähig oder willig sind. Aber wir halten sie ein Stück weit ab. Die dänische Ministerpräsidentin, Sozialistin, also jetzt nicht meiner Parteifamilie, aber wie sagt man so im Internationalen, ein Tough Cookie, also deutsche Power, ja. Wie sagt man, naja, die Leute müssen halt, wenn sie bei uns dann leben, auch ein Stück weit motiviert werden zu arbeiten. Wir haben ein Bürgergeld, das wissen Sie selber, das so angelegt ist, dass es nicht richtig motiviert. Du bekommst fast so viel vom Staat, wie wenn du arbeitest. Und solange solche Dinge so sind, wird es nicht gehen. Wir müssen motivieren zu arbeiten, wir müssen vernünftig ökonomisch denken. Und last not least, wir dürfen nicht nur in der Krise Steuern erhöhen, sondern wir müssen sie senken. Das Modell des Bundes heißt, Milliardenbeträge für einzelne Chipfabriken zu geben. Davon hat weder Bayern noch Augsburg irgendwas. Aber mit niedrigeren Steuern, gerade für den Mittelstand, mit niedrigeren Energiepreisen, würden wir viel mehr Erfolg haben. Und deswegen muss man einfach ganz ökonomisch vernünftig rangehen. Mein Problem ist, der ökonomische Sachverstand in Berlin, der ist überschaubar. Wir haben einen gefunden, Herr Söder, dem vielleicht auch Sie ökonomischen Sachverstand attestieren könnten. Das ist Herr Russwurm, der Chef des BDI, der Cheflobbyist der deutschen Industrie in Berlin. Und den hatten wir im Interview vergangene Woche in der Augsburger Allgemein. Und der sagte, und das Zitat würde ich kurz vorlesen, der sagte: Meine Sorge ist, dass wir bei einer weiteren Abwanderung der Industrie vieles in diesem Land nicht mehr im gewohnten Maße leisten können, von Sozialleistungen bis zu Verteidigungsaufgaben. Und, so sagt er, darauf ist unsere Gesellschaft nicht vorbereitet. Hat er recht? Ja, natürlich. Ich meine, aber wir diskutieren ja auch Sachen, die so völlig widersprüchlich sind. Schauen Sie mal. Wir haben eine extrem hohe Zuwanderung auf der einen Seite. Wir haben so viele Menschen in Arbeit wie noch nie, die aber gleichzeitig so wenig arbeiten wie noch nie. Meine Frage zum Beispiel. Ist es wirklich angemessen, über 3-Tage-Woche nachzudenken? Und nur Teilzeit und nur Homeoffice, wenn ein Land wirtschaftlich an der Schwelle steht. Ich tue mich da ehrlich gesagt schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit, wenn man Fußball denkt, ja, wenn eine Mannschaft nur 70% der Zeit bis zur 70. Minute erfolgreich sein will und nur läuft, wird es schwer. Also ich als Nürnberger kann das wirklich kann da was eigene erzählen Anschauung, davon. Ja. Na, verstehen Sie,
Man muss doch eher motivieren, die Leute mehr zu arbeiten. Deswegen wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn man Überstunden steuerfrei macht, wenn man Leistung honoriert, anstatt Leistung zu bestrafen. Wissen Sie, mir stimmt die Richtung nicht. Sie haben ja völlig recht. Wir haben Krisen und Ähnliches mehr. Aber jetzt sagen wir es zur Krise. Vor 2 Jahren bei dem G7-Gipfel. Ich bin immer im Ohr. Und da haben wir so ein Abendessen dann gegeben und das war dann neben mir der indische Präsident Herr Modi. Mhm. Hochinteressanter Mann übrigens. Um die Hälfte der Zeit über Spiritualismus und Gurus geredet. So hat meint, ich soll es auch mal probieren. Ja, war es mal in der Jugend. Aber der spannende Teil war dann der zweite Teil zu der Einbettung der Probleme, die man so in der Welt hat. Und ich habe ihn dann gefragt, Mensch, ihr müsst doch helfen, Ukraine, Russland. Dann sagt er so, ach wissen Sie, ihr Europäer solltet irgendwann mal lernen, dass eure Probleme nicht nur die Probleme der Welt sind. Und dass die Probleme der Welt mit euch immer weniger zu tun haben. Wenn man sich das vor Augen führt, meine Damen und Herren, dann müssen wir an einigen Stellen einfach nochmal genau überlegen und überprüfen, ob all das, was wir tun, nicht so sehr nach innen gerichtet ist und ob ein Land, das für den Export erfolgreich sein will, das Wohlstand erhalten will, mit sich einigen Stellen wieder verändern muss. Und ich persönlich glaube, dass wir das tun müssen. Lassen Sie mich noch ein Beispiel erwähnen, wo ich zum Beispiel nicht verstehe. Wir führen seit Jahren einen fortgesetzten Kleinkrieg gegen das Auto. Das ist unsere wichtigste Wirtschaftsbranche nach wie vor. Mit Abstand. Ja? So. Aber wir in Deutschland trauen uns es kaum erwähnen. Als wir die IAA wieder nach München geholt haben, große Öffnung, der Münchner Oberbürgermeister redet vom Radfahren bei der IAA. Olaf Scholz damals nach seiner Verletzung logischerweise mehr vom Joggen. Und ich war der Einzige, der über Autos geredet hat. Jetzt haben wir die Herausforderung, die E-Mobilität voranzubringen, wollen wir. Wenn die Chinesen mit enorm viel Subventionen unsere Märkte im mittleren Segment fluten, was ist die deutsche Antwort darauf? Wir streichen über Nacht die Förderung für E-Autos. Verstehen Sie, das ist aus meiner Sicht alles nicht logisch. Und darum würde ich mir einfach wünschen, jetzt egal wer regiert oder egal welche Partei, einfach das praktisch aufeinanderlegen, sagen, was nützt uns ökonomisch, was müssen wir dann tun und wo liegen die Probleme. Und wenn wir das tun, glaube ich persönlich, ich habe da echt keine Sorge, wir kommen und kämen aus diesen Krisen heraus. Die Substanz ist ja enorm groß. Aber wir müssen halt endlich das Richtige tun und nicht ständig über das Falsche reden. Darf ich da noch eine Frage nachschieben? Und zwar ist es ja so, Sie sagen, wir müssen das Richtige tun, nicht das Falsche. Und jetzt liegt ja im Bundesrat, schlägt ein Gesetz auf, das heißt Wachstumschancengesetz. Ja? Das kommt, das wissen die meisten Leserinnen und Leser aus dem Hause von Christian Lindner, also aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium, soll ein bisschen Bürokratie abbauen, ein wenig Steuererleichterung bringen für Unternehmen. Sicher nicht der große Wurf, aber möglicherweise ja ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch ein sehr kleiner. Warum um alles in der Welt kann die Opposition, können CDU und CSU diesen kleinen Schritt in die richtige Richtung nicht zustimmen? Haben Sie gelesen, was die Einschätzung der Regierung selber ist, welchen Wachstumsschub es bringt? Relativ minimal. 0,025%. Also ein echter Booster. Ne? Olaf Scholz würde sagen, ein Doppelwumms. Ja? Also, so, also das Gesetz ist, ganz ehrlich. Ich habe es ja gerade beschrieben. Nein, völlig korrekt, ja. Völlig korrekt. Also das Gesetz ist Mickey-Maus-Gesetz, bringt überhaupt nichts für angemessene Lage. Das ist genauso, wenn jemand ein schweres Antibiotika bräuchte, ja, und man gibt ihm ein Pflaster. Das hilft überhaupt nichts, das ist das Erste. Wir haben als Bayern in der ganzen Zeit jetzt im Vermittlungsausschuss verhandelt, eine viel größere Entlastung zu machen. Übrigens auch mit den Einsparoptionen, wie ich vorhin angesprochen habe, zum Beispiel Heizgesetz. Das wurde alles zurückgewiesen, wurde alles nicht gewollt. Wir haben gesagt, Soli, Unternehmenssteuer, das mit der Gastronomie wieder zu beenden, also degressive AWA einzuführen, um richtige Impulse, beispielsweise für den Wohnungsbau zu setzen, wo wir den ja bräuchten. Das wurde alles abgelehnt. Das haben wir gesagt, wenn ihr dann so eine Lösung macht, die ein bisschen was befrieden soll, dann müsst ihr das Thema eben mit der Landwirtschaft lösen. Das verweigern Sie. Sie sagen vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wäre so leicht, das Ganze zu lösen. Mir tut's weh. Wir werden extra noch mal aus Bayern einen Vorschlag machen, der parallel dazu läuft, auf eine große Steuerreform, auf eine große Entlastung und auf große Anschub für die Wirtschaft. Da werden wir sehen, ob Sie zustimmen. Wissen Sie, ich habe seit Monaten ja das angeboten. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe letztes Jahr gesagt zum Olaf Scholz, das funktioniert nicht, das ist ja ein seriöser Mann, das funktioniert mit Ampel nicht, weil Grün und FDP einfach irgendwie nicht harmonieren. Außer wenn es um Cannabis geht. Aber sonst harmonieren sie nicht. Das ist die Wahrheit. Da habe ich gesagt, okay, wir sind bereit, hat der Friedrich Merz ein bisschen geschaut. Er hat gesagt, ja, wir wären bereit, dann gehen wir doch in die Regierung.
Dann hat Olaf Scholz nichts gesagt. Dann hat er einen Deutschlandpakt angeboten. Dann haben wir gesagt, prima, lassen Sie uns reden, was Deutschland braucht. Zum Beispiel auch Themen wie Migration, wo wir erkennbar Überforderungen haben in vieler Form. Es ist nichts gekommen und nichts passiert. Das heißt, eigentlich kommt man sich manchmal fast schon ein bisschen, wenn ich sage, blöd vor, weil man ständig Angebote zur Zusammenarbeit macht und die werden dann echt zum Teil, ich sage es immer vom Stil her, also Angela Merkel ist auch nicht jedem hinterhergelaufen. Wenn wir eine MPK hatten, eine Ministerkonferenz, dann hat es manchmal bis spät in Nacht gedauert und man hat eine Lösung gefunden. Das ist heute alles ziemlich, verstehen Sie, so ein bisschen, ja, dieses schönen Dank für die Frage, ja. Also es ist zäh und es führt zu nichts. Nee, es ist einfach sinnlos, weil also zäh wäre ja noch okay, wenn du ringst, ne, wenn du sagst, aber wenn du von vornherein ein Gespräch so beginnst, hier passiert gar nichts, dann ist es einfach mühsam und das fehlt mir. Das ist zum Beispiel auch bei diesem Streik so, ne? Man muss, egal wie man Politik macht, man kann nicht nur einfach sagen, egal was passiert, Augen zu, basta durch. Man muss schon auch eine Empathie haben für die Menschen und versuchen, sie mitzunehmen. Was ich zum Beispiel beim Olaf Scholz am meisten kritisiere, ich halte ihn für einen sehr seriösen, ich halte ihn für einen sehr klugen Mann. Hat auch viel Überblick. Aber was ich nicht verstehe, diese Verweigerung in der Kommunikationserklärung. Er spricht nicht, ja. Während Corona war es, da war nie alles perfekt. Aber Bundeskanzler und ich haben versucht, unsere Entscheidungen, mögen die falsch oder richtig sein, zu begründen und zu zeigen, wohin der Weg geht. Ein Bundeskanzler, der auf die Frage von Journalisten, haben Sie ein Konzept in der Krise, sagt, ja. Und sagen Sie uns, nö. Das verstehe ich nicht. Und dadurch entsteht so eine Distanz, dadurch entsteht eine Frust. Und ich sage Ihnen, ein Teil der hohen AfD-Zustimmung geht genau auf diese scheinbare Hilflosigkeit zurück. Die Mehrzahl der Leute ist nicht rechtsextrem, die heute überlegt, AfD zu wählen. Nach Umfragen sind es ungefähr 20%. Wenn man das mal umrechnet, wäre das dann für eine Demokratie zwar immer noch schwer, aber irgendwie erträglich. Der Rest ist irgendwie frustriert, sauer und enttäuscht. Und das muss man wieder auflösen. Herr Söder, ich würde an der Stelle jetzt gern schon mal ein paar Publikumsfragen einstreuen. Eine Leserin hat uns geschrieben, ein Leitmotiv im Leben vieler Menschen ist, dass es den Kindern einmal in der Zukunft besser gehen soll. Können Sie als Politiker dieses Versprechen eigentlich noch guten Gewissens geben? Ja, eigentlich, wir könnten es schon. Also wir versuchen ja zum Beispiel von bayerischer Seite, uns auf die Zeit vorzubereiten. Wenn wir von Transformationen reden, ich war jetzt vor 2 Stunden, ein anderer Termin wieder mit den Leuten von Google zusammen, die in München enorm investieren, Riesensummen investieren, über 1500 Mitarbeiter neu auf den Weg bringen, genauso wie Apple über 2000. Wir investieren in Technologie und Forschung. Die Region Augsburg wird jetzt gerade auch von mir persönlich, von uns als Staatsregierung mit enorm viel Geld, wie Sie wissen, unterstützt, um einen Transformationsprozess zu erreichen, damit wir, so wie bei Strauß von Landwirtschaft zu Industrie, so wie bei Stoiber von Industrie zu Hightech, wie auch den Weg in eine digitale, transformierte Gesellschaft schaffen. Und meiner Meinung nach klappt das super, wenn ich anschaue, wie sich Augsburg entwickelt, jetzt mal rein regional gesprochen, ist unser Ziel, genau das zu leisten. Das geht meiner Meinung nach, auch wenn die Zeiten unsicherer und schwerer geworden sind, und lassen Sie mich noch ergänzen, natürlich sind wir heute auch unsicherer, was die Weltlage betrifft, aber auch darauf können wir reagieren. Natürlich müssen wir, also ich war noch bei der Bundeswehr, ja, ich kenne noch die Zeit von NATO und Warschauer Pakt und natürlich müssen wir unsere Sicherheit einfach verstärken. So wie jetzt kann es nicht sein, dass wir unter Volllast maximal 6-7 Tage einsatzfähig werden. Das wird wahrscheinlich selbst bei bester Strategie zu kurz sein. Also müssen wir halt da mehr investieren, müssen die Strategie anpassen und ich persönlich glaube auch am Ende wahrscheinlich wieder an eine Wehrpflicht denken, denn wenn man eine NATO-Grenze schützen muss, braucht es mehr Soldaten und ich bin auch der festen Überzeugung, eine Wehrpflicht hat, das sage ich aus ganz persönlicher Erfahrung, zwar eine Einschränkung, aber wäre auch ein wichtiger Beitrag, um wieder mehr junge Menschen an den Staat zu binden und nicht nur zu fragen, was tut der Staat für mich, sondern vielleicht können damit auch junge Menschen ein Stück weit an den Staat, die Gemeinschaft zurückgeben und die Verbindung herstellen. Apropos junge Menschen, dazu passt auch die Frage einer Leserin aus Augsburg, die uns per Mail geschrieben hat, Herr Söder, was ist geplant, um der jungen Bevölkerung wieder Zuversicht zu geben, zum Beispiel die Möglichkeit, Wohneigentum zu schaffen? Ja, also bei dem Wohneigentum, wir sind das einzige Bundesland jetzt, das eine eigene Initiative dazu startet.
Wir machen Folgendes, also wir müssen den großen Wohnungsbau ankurbeln. Dazu braucht es schlichtweg, sagen wir, von den steuerlichen Rahmenbedingungen eine Veränderung der Steuerkulisse in Berlin, die da heißt, es muss sich einfach mehr lohnen, in Wohnungen zu investieren als Aktien, sagen wir es einfach. Ja, solange das nicht so ist, wird sich da in Deutschland nichts fundamental ändern. Das ist das eine. Das zweite, wir müssen auch mal drüber reden dürfen, wo darf man denn bauen? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich Augsburg anschaue. Ja? Also, nah bauen soll man nicht, hochbauen soll man nicht, außen bauen soll man nicht. Wir haben eine Zuwanderung, es kommen immer mehr Menschen zu uns, aber bauen soll man nicht. Wird ein bisschen schwer werden, wenn ich das sagen darf. Drittens, Steuern wie Erbschaft werden erhöht für die, die schon Eigentum haben. Wir sind im Süden besonders betroffen durch eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Also bei uns ein normales Haus ist eine große Villa in Mecklenburg-Vorpommern. Ungerecht muss sich ändern. Und das Letzte, was wir noch dazu machen, wir geben Darlehen, die es nur bei uns so gibt, die sozusagen unterhalb des Marktzinses sind, der jetzt gestiegen ist, nehmen eine Garantie dann ab für ein Darlehen, sodass du mit den steigenden Zinsen, die jetzt hier das Problem sind, nicht konfrontiert wirst. Wir sind sogar bereit, wir ersetzen sogar Eigenkapital in der Findung zu einem Darlehen, um entsprechend erfolgreich zu sein. Also das alles versuchen wir zu machen und das, glaube ich, ist okay im Rahmen unserer Möglichkeiten plus am eigenen Baukonjunkturprogramm von 500 Millionen Euro nur für Bayern. Zum Thema Wohnen hat uns noch eine Frage erreicht. Was unternimmt die bayerische Staatsregierung konkret gegen die horrende Wohnungsnot und die horrenden Mieten in Bayerns Großstädten? Ja, das ist, was ich gerade eben angesprochen habe. Wir müssen natürlich auch ein bisschen, also was das Bauen betrifft, noch flexibler werden. Wir werden die Bauordnung noch einmal überarbeiten. Wir werden sie noch mal entrümpeln. Wobei es in Augsburg geht es ganz gut. In München ist es zum Teil schon echt zäh. Da dauern Bauvorhaben jahrelang. Und alles, was ewig lang dauert, wird ewig viel teurer. Und alles, was viel teurer wird, wird weniger attraktiv. Also wir müssen da echt ein Turbo einlegen. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Bürokratie unser Land, die früher so gedient hat, heute echt schadet. Jetzt sind wir ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen gesehen, der sagt, Mensch, super, wir haben Bürokratie. Aber er sagt, oh Mensch, motiviert mich, neuen Ding bekommen. Wir müssen da echt entrümpeln und wir gehen jetzt daher und sammeln an. Wir sagen jetzt gar nicht, was in Europa oder Bund alles besser werden muss, das ist das eine. Wir sammeln bei uns jede Vollzugsvorschrift, alles. Wir sind gerade echt so am Kleinvieh, wenn man das sagen darf, am Sammeln. Werden parallel dazu ein Gesetz machen, das quasi so ein Entrümpelungsgesetz, so ein Rasiergesetz ist für alle Gesetze, was so Statistik betrifft, ja. was so Genehmigungsfiktionen betrifft, also dass es schneller gehen kann. Wir werden den Beamten mehr Freiräume bei Entscheidungen geben, damit sie nicht immer gleich Angst vor einer Klage haben. Ja? Und ganz banal, das trifft es in Wohnungen, im Ehrenamt werden wir hergehen und werden das erste Mal überhaupt sagen, wenn ein Verein, eine Organisation mal ein, zwei Jahre ein Fest erfolgreich organisiert hat, dann muss es nicht die gleichen Auflagen, die gleichen Dinge machen. Wenn ein Schul-, ein Kindergartenfest schon 10 Jahre läuft, dann finde ich, müssen sie nicht die gleichen Auflagen machen, wie viel Senf und wie viel Ketchup sie haben. Ein bisschen mehr Freiheit wird die Menschen motivieren, auch wieder selber aktiv zu werden. Dahinter steckt ja, Herr Söder, hinter vielen, was wir jetzt hier schon besprochen haben, der Wunsch nach Reformen. Der Wunsch, dass man weniger Bürokratie hat. Der Wunsch, dass man vielleicht den einen oder anderen gordischen Knoten, der die Leute an der Entfaltung ihrer Freiheit, wie Sie es beschrieben haben, hindert, zerschlagen kann. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, können wir überhaupt noch Reformen? Wenn Sie zurückdenken, die letzte große Reform, die Hartz-Reform, das war Gerd Schröder. Und den hat es am Ende das Amt gekostet. Was macht Sie so zuversichtlich, dass wir das überhaupt noch hinkriegen? Ja, ich glaube, wenn es notwendig ist, schaffen wir es schon, wie jeder. Bringen Sie den Müll freiwillig raus? Oder erst nachdem Ihnen so daheim der Druck gemacht wird, ja, dass Sie wissen, es geht nicht anders? Bei Männern ist es so, meine Damen. Unsere Einsichtsfähigkeit ergibt sich aus Druck, ja, nicht aus einer anderen höheren Form. Ich glaube schon, dass wir das hinbekommen würden. Ich bin ja nicht so pessimistisch. Ich bin sowieso in der Hinsicht, obwohl ich Clubfan Franco und evangelisch bin, was drei eher Ansätze für einen eher etwas pessimistischen Ansatz wären, bin ich eigentlich ein grundlegender Optimist. Ich glaube, dass das alles lösbar ist. Manches muss man halt dann angehen, verstehen Sie? Und da hätte ich jetzt keine Sorge. Dann testen wir den Optimismus noch ein bisschen weiter. Ist es denn in Wahrheit nicht so, dass die Menschen schon natürlich Reformen wollen, aber am liebsten nicht bei sich selbst? Also so nach dem Motto, den grünen Strom wollen wir schon, aber das Windrad, das soll bitte in Norddeutschland aufgebaut werden. Ja, das gibt es natürlich, ist ja klar. Aber deswegen muss man ja trotzdem eine Politik machen, die das Ganze, schauen Sie, es geht nicht darum, über die Köpfe der Menschen wegzugehen, aber es vernünftig zu organisieren.
Übrigens, viele der Klagen gegen solche Sachen passieren ja nicht direkt vor Ort, sondern kommen von woanders her. Ja. Also so NGO-Klagen, ja, Verbandsklagen. Ja. Und das finde ich dann immer echt ein bisschen seltsam, wenn irgendwelche Organisationen von irgendwo, es gab gegen Industrieansiedlungen, klagen zumeist NGOs, die von irgendwoher kommen. Das finde ich völlig daneben. Also das kann man auf Dauer so nicht machen, solche Klagerechte. Ja. Auch das müsste man entrümpeln. Sie haben natürlich recht, dass man es nicht falsch verstehen. Das sind alles ambitionierte Prozesse. Aber die Alternative heißt ja oder hieß ja, nichts zu tun. Mhm. Aus Angst vor Ärger nichts zu tun. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel nehmen. Ganz heißes Eisen, Schule. So. Heute Entscheidung, Kabinett. Genau. Also wir gehen her und sagen, Bayern ist immer noch viel besser als alle anderen. Übrigens ganz interessant, Baden-Württemberg war früher unser stärkster Wettbewerber, liegt heute im hinteren Mittelfeld, ganz interessant. Aber wir werden schlechter. Liegt an der Sprache. Deutsch ist schlechter Mathe. Also gehen wir ran und erhöhen das. Gut so. Umgekehrt stellen wir fest, wir brauchen vielleicht auch immer mehr Lehrerinnen und Lehrer. Machen wir, gut so. Ich stelle mir nur folgende Frage. Wir haben in der Grundschule heute eine Teilzeitquote von 62%. Also wir sagen, wir brauchen ständig neue Lehrer, wir haben Unterrichtsversorgungsmangel, haben aber 62% Teilzeit. Wenn wir nur ein bisschen motivieren könnten, dass ein paar mehr, nicht alle, aber ein paar mehr, zum Beispiel Kinder, die 17 sind, Familienteilzeitergebnis 18 bis 17 sind. Ja, ich zum Beispiel habe aus meinen Kindern erlebt, die zwischen 16 und 17 waren, deren Wunsch, betreut zu werden, ist irgendwie sprungartig zurückgegangen. Ja? Also, Seltsam eigentlich, ja. Ja, wirklich. Also, und die sind von meiner Frau gut erzogen worden, verstehen Sie? Also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber was mich immer stört, es gibt immer so Verbandspopanz, verstehen Sie? Geht nicht, gibt es nicht und so. Bisschen mehr Flexibilität, mal überlegen, wo wir es machen. Machen wir nach, wenn man miteinander redet, kommt man zu sehr viel Ergebnissen. Und das Problem besteht eben darin, dass wir uns häufig in so Positionen verschanzen und dann kommen noch eine andere Gruppe dazu, die uns das Leben echt erschwert. Jetzt Journalisten, sind wir gespannt. Journalisten. Ach, ich natürlich. Dachte, Sie erwähnen jetzt die Grünen, ja, dabei sind es nur nein, wir. Journalisten, die immer gleich dann schreiben, das war ein Sieg oder eine Niederlage oder sowas. Ja, seid schon alle Meister. Das sind ja Kategorien, die Ihnen völlig fremd sind. Ja, ist so. Ihr seid Meister des Stichelns. Ich bin mittlerweile so altersmilde geworden. So wie Yoda aus Star Wars eher so. Ja, versucht da alles zu motivieren. Nochmal ernsthaft, an einigen Stellen müssen wir schon einfach mal die Dinge beim Namen nennen, drüber reden und dann können wir auch zur Lösung kommen. Also ich habe da nicht so Angst, aber ich gebe zu, die Lage ist jetzt schwierig, weil viele Dinge, die so leicht wären, nicht getroffen werden. Und dann verstehen es die Menschen nicht. Ein anderes, sage ich mal, Feindbild in Anführungszeichen, haben unsere Leser ausgemacht, kamen viele Fragen dazu, die alle in die gleiche Richtung zielten. Warum grenzen Sie sich so hart von den Grünen ab, wenn doch völlig klar ist, dass ein Friedrich Merz ohne die Grünen im Bund als Bundeskanzler nie reichen, also es wird für ihn nie reichen ohne die Grünen. Wie kommen Sie denn darauf? Wo haben Sie jetzt, also haben Sie das Ergebnis schon? Nö, schon, aber so gewisse schon? Tendenzen wollen Sie kann denn man mit ja der SPD ausmachen. Weiter regieren? Naja, also jetzt würde ich mal so argumentieren. Meiner Überzeugung nach sind die Grünen der ideologische Kern der Ampel. Mhm. Die FDP hat andere Vorstellungen, auch die SPD. Schwierig, gebe ich zu. Mhm. Aber an bestimmten Dingen, wie beim Thema Migration, anderen, glaube ich, gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Die Grünen haben einen grundsätzlich anderen Politikansatz. Den dürfen sie natürlich haben, aber das ist nicht meiner. In nahezu allen Politikfeldern, würde ich sagen, tun wir uns schwer mit den Grünen. Die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck ist eine komplett andere als die unsere. In der Außenpolitik gäbe es viel zu erzählen, was kritisch ist. Frau Lemke hat in der Umweltpolitik einen Ansatz, den wir in Bayern nicht unterstützen würden, weil er zumeist auf Bürokratie und gegen Landwirtschaft hinausgeht. Und Herr Özdemir ist sicher nett, weil wir haben nichts dagegen, aber kann sich in nichts durchsetzen. Und ein richtiger Freund, sagen wir mal, von Fleisch ist er auch nicht. Ja, so, also,
Und deswegen, also die Grünen, wenn die Union, ich kann nur sagen, wenn die CDU, CSU jetzt in den Wahlkampf geht und sagt, wir wollen mit den Grünen, heißt es, wähle schwarz und du bekommst grün. Sorry, also dann wird es viele geben, das will ich nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe selbst mal gehofft, dass die Grünen sich verändern. Das muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte zu Beginn der Ampel eine sehr hohe Meinung von den Grünen. Mhm. Weil ich gedacht habe, Mensch, in der Krise, sie reagieren pragmatisch. Mhm. Aber mit der Entscheidung zu der Kernenergie, das war ein stures, ideologisches Durchdrücken einer alten Position. Ich weiß noch ganz genau, die Wirtschaft, alle waren skeptisch, 70% der Bevölkerung, nur Jürgen Trittin und Claudia Roth haben gejubelt. So. Das allein müsste ein Signal sein dafür, dass die Entscheidung skeptisch zu beurteilen ist. Also ich tue mich da einfach schwer und ich sage mal, wenn es nach mir geht, ich kann mir eine Zusammenarbeit mit den Grünen jetzt nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Deutschen wollen, dass dann nach dieser Zeit noch Ricarda Lang irgendwie Bundesministerin wird. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Weil wir gerade schon bei den Grünen waren, wie erklären... Ist übrigens auch kein Feind, sondern nur ein Wettbewerber. Mhm. Aber halt was anderes. Naja, die Abneigung, die den Grünen oder fast schon Hass, der ihnen gerade entgegenschlägt oder seit Monaten entgegenschlägt, ist ja schon außergewöhnlich. Die Steinewerfer beim Wahlkampf in Neu-Ulm, dann die Absage des Aschermittwoch in Biberach, weil eben auch da die Gewaltandrohungen da waren, die Geschichte mit Habeck und der Fähre. Sie sagen, sowas geht nicht, ja. Aber irgendwie sehen Sie die Grünen auch ein Stück weit so ein bisschen weinerlich. Warum stellen Sie sich nicht klar hinter dem demokratischen Mitbewerber, wie Sie so schön sagen? Das tue ich immer. Also bei uns gibt es keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, wenn es ums Recht geht. Bei uns in Bayern wird Recht eingehalten. Wer das Recht verletzt, muss mit dem Rechtsstaat rechnen. Das gilt für, in anderen Bundesländern wird manchmal Ladendiebstahl nicht mehr verfolgt, ganz klar bei uns. Ladendiebstahl, Schwarzfahren und falsch kiffen, auf jeden Fall. Das wird ja nach dem 1. April ganz spannend werden, wird auf keinen Fall erlaubt. Das wird vor allem wahnsinnig bei uns ist klar, wenn zum Beispiel Klimakleber Straßenordnungen verletzen, Ellesmeer, gehen wir dagegen vor. Und sollte es tatsächlich Nötigungen und Attacken geben, auch wenn es von Landwirten wäre, gehen wir dagegen vor. In Hirscheid, so hat der Innenminister mir gesagt, war das nicht so der Fall, da war es sehr lautstark. Also insofern, am Rechtsstaat kein Zweifel, da brauchen wir gar nicht. Und ich bin auch generell noch nie ein Fan davon gewesen, Veranstaltungen anderer zu stören. Ich finde es nämlich, ehrlich gesagt, doof. Da muss man eine eigene machen. Das, was mich an den Grünen aber stört, jahrelang, auch mich persönlich, Hetzer, 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 mit heftigsten Äußerungen, mit einer tiefen Überzeugung, dass die Einzigen, die die Weisheit der Welt schon immer gepachtet hätten, die Grünen sind. Mein Rat wäre einfach, an einigen Stellen mal ein bisschen demütiger, vernünftiger aufzutreten, mal ein bisschen mehr zuzuhören und nicht immer nur die Schuld bei anderen zu suchen. Noch einmal, jede Form von Gewalt ist falsch. Ihr habt ja heute irgendwie geschrieben oder gestern, man würde sich mit den Rüpeln gemein machen. Natürlich ist die Landwirtschaft ein bisschen rustikaler als ein Cello-Quintett. Klar. Ja, eine Bauernversammlung ist was anderes als ein Redaktionsteam der Augsburger. Ist doch logisch. Da geht's das ist kommen doch okay. Sie mal vorbei, Herr Söder. Nein, oder eine Matinee-Veranstaltung, ja. Nein, Herr Söder, oder das Präsidium der Handwerkskammer. Ja. Nochmal zurück. Ja, genau. Haken Sie gleich nach, bitte. Aber ich finde, als ein Beispiel: Robert Habeck ist bei Berlin Direkt. Und dann stellt eine Journalistin eine kritische Frage. Wenn ich Interviews mache bei dem hochgeschätzten Markus Lanz, da hat er einen Knopf im Ohr und fünf Journalisten außen sagen, was er gegen mich sagen soll. Halte ich alles aus, mache ich. Bei mir bei Berlin Direkt fällt mir die Moderatorin ins Wort und sagt, wir beenden es jetzt einfach. Schluss. Ja, so. Und da gibt es einmal eine kritische Frage. Einmal fällt nicht jemand in Ohnmacht, wenn Robert Habeck sich räuspert und schon ist es ein Angriff. Ich finde, mal die Kirche im Dorf lassen, ja. Unterstützung, ja, habe ich kein Problem. Nimm auch jeden Grünen, gern mit Polizei, alles da. Aber Sie sollen auch mal darüber nachdenken, was Ihr Anteil ist, an Ihr Anteil dafür, dass so viele Menschen Sie nicht mögen. Und ich finde, manches an dieser Skepsis gegenüber Grünen halte ich für
halte ich halt für berechtigt. Tut mir leid. Ja, ich würde da gerne einhaken, weil vielleicht zumindest kurz, Sie haben ja recht, Robert Habeck, Spitzenpolitiker, Frau Lang, Spitzenpolitiker, erste Reihe, ähnlich versiert im Abwehren von Fragen von Markus Lanz wie Markus Söder. Dem kann man schon, sage ich mal, ein bisschen was zumuten. Nur wenn Sie Hirscheid erwähnen, Herr Söder, dann sind das doch Kommunalpolitiker. Das sind kommunale Gemeinderäte, Kreisräte. Möglicherweise haben es die Grünen da auch zu einem Bürgermeister geschafft. Ich frage mich, warum kann der bayerische Ministerpräsident nicht ohne Wenn und Aber sagen, wie es Ilse Aigner als Landtagspräsidentin ja tut, das ist inakzeptabel, das ist eine demokratische Partei, die kann hier ihre Veranstaltung abhalten und ich möchte nicht, auch als bayerischer Ministerpräsident, dass da gestört wird, egal mit welchem Gewaltpotenzial. Ja, also das sage ich ja immer. Aber mit einem Aber. Nein, aber Sie müssen noch... Ja, mit aber. Aber das darf ich auch sagen. Ich habe ja meine Meinung dafür auch sagen. Klar. Ich habe auch meine Meinung, darf meine Meinung auch sagen. Und ich finde, wir sind ein freies Land und darf man auch eine freie Meinung haben. So. Und die Grünen sagen immer, was ich den ganzen Tag falsch mache. Aber wirklich, also das habe ich noch nie erlebt, dass die Grünen sagen, ich muss mal den Markus Söder beschützen, weil der macht es ja eigentlich super. Gegenteil ist der Fall, den ganzen Tag höre ich noch, was ich falsch mache. Das dürfen Sie, ist auch völlig in Ordnung. Dürfen auch gegen mich demonstrieren, haben Sie alles gemacht. Dürfen Sie, habe ich überhaupt kein Problem. Ich beschütze ja die Grünen, wo es nur geht. Ja. Beschütze die ja. Aber wenn sie was falsch machen, muss man auch drüber reden. Sorry, wenn ich das sage. Und ich wundere mich halt nur, wissen Sie, über auch nicht einmal den Ansatz. Also ich habe zum Beispiel, Herr Müller, 2018, als viele Diskussionen waren, dann haben wir diese Demos, die gegen uns waren, ernst genommen. Ja. Und haben einen Teil der Politik geändert. Das und war haben die große auch, Migrationsgeschichte, genau, Asyl, und haben auch, Tourismus, diese Worte. Ich habe auch Sprache dann geändert, wo ich gemerkt habe, es verletzt Leute. Ja. So, und wenn ich an bestimmten Dingen mich ändern kann, wenn ich an bestimmten Dingen sage, da habe ich überlegt, vielleicht einen Fehler zu machen, wäre das schon mal auch umgekehrt ein Signal, schützen die Grünen, aber ein umgekehrtes Signal, vielleicht mal zu sagen, vielleicht ist auch manches, was wir tun, netter Weisheit letzter Schluss. Das wäre auch eine gute demokratische Möglichkeit. Sie wissen ja genau, was es bedeutet. Sie haben es ja auch selber erlebt und auch früher schon mal öffentlich gemacht. Ich glaube, es war vom Parteitag, wo Sie erzählt haben, wie Sie selber auch bedroht werden. Ja. Als dreckiger Nazi und Abschaum. Und, das sind die harmlosen Dinge. Ja, genau, in der Mail mit, wir killen dich und so. Was macht das mit Ihnen, mit dem Menschen Markus Söder? Und wie schützt man sich innerlich auch ein Stück weit als Politiker davor? Geht das überhaupt? Also das knüpft ein bisschen an, was Herr Müller fragte. Für mich ist es noch relativ leicht, damit umzugehen. Ich werde persönlich beschützt und würde mal sagen, habe eine relativ stabile Psyche. Ja? Sonst wird man es in der CSU auch nicht... Ich habe eine stabile Psyche. Ja. So, aber jetzt ganz im Ernst, es war während Corona, da waren schon echt üble Sachen dabei mit insbesondere auch auf das familiäre Umfeld gesagt, wen man vergewaltigen will, wen man ausweiden will, wen man Körperorgane entnehmen. Also es war krank einfach auf Deutsch. Mhm. Angela Merkel habe ich damals, muss dazu sagen, mit Angela Merkel vor Corona nie so einen engen Draht gehabt. In Corona war es dann tatsächlich ein ganz enger Draht. Hat sich auch daraus ergeben, dass wir gerade in der Corona-Zeit war ja null Kontakt. Und wir saßen ja da immer in den Büros ganz allein. Dann, war auch häufig so, dass man in München dann schon ab 4 Uhr Nachmittag quasi allein war, aber trotzdem viel nachgedacht zu entscheiden hatte. Und dann gab es schon abends oft Telefonate für fast schon Seelsorge. Und dann habe ich immer gesagt, wie gehst denn du eigentlich mit solchen Sachen? Und dann hat sie gesagt, bloß nicht lesen, den zuständigen Sicherheitsbehörden geben, die wissen es einzuschätzen, wie man damit umgeht. Ich kann nur Folgendes sagen, ich gehe damit so um, dass Strafanzeigen gestellt werden gegen jeden, der das verletzt. Also ich mache das und wir haben in Bayern unsere Staatsanwaltschaften so ausgebaut, dass Hate Speech und solche Sachen verfolgt werden können. Da gibt es keine Toleranz gegenüber Leuten, die intolerant sind und selber muss man das dann einfach ausblenden. Das muss ich dazu sagen, es gibt ja auch so absurde Sachen. Schauen Sie mal, ich kann zum Beispiel noch irgendwie, also wenn man so im AfD-Klientel zum Teil sind, also ich kann noch irgendwo historisch gesehen nachvollziehen, dass es Antisemitismus gab. Mhm. Auch wenn ich das auf Schärfste ablehne und das ist mit der Berlinale ein eigenes Thema. Ja. Ne? Ich kann noch versuchen nachzuvollziehen, dass Leute, die mit sich im Leben nicht zurechtkommen, einen anderen dafür zum Schuldigen machen, Ausländerfeindlichkeit.
Aber dass es Leute gibt, die glauben, die Erde ist eine Scheibe, da fällt mir nichts mehr ein. Es gibt AfD-Abgeordnete, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Ich habe gesagt, gehen Sie und kurz vor dem Rand schicken Sie mir eine SMS, ob es stimmt. Das ist unglaublich. Oder dass es Leute gibt, die glauben, wie Reichsbürger, wir würden in irgendeinem Staat von 1937 leben. Ich meine, ich dachte, unsere Bildungspolitik hat irgendeinen Minimalerfolg. Wie bescheuert und seltsam muss man eigentlich sein. Und deswegen gibt es einen bestimmten Punkt, verstehen Sie? Oder jetzt heißt es auch nochmal einen Schritt weiter, eine andere Kategorie. Während Corona, da gab es auch Dinge wie, man will mit dem Impfen jetzt jemand chippen. Danke. Wenn jemand sagt, er hat Angst vor dem Impfen, kein Problem, wirklich. Mhm. Aber wenn das Impfen dazu dient, zu chippen, um eine Weltkontrolle auszuüben, oder ich hätte die Verantwortung für Bayern an die WHO übertragen, liebe Leute, ja, da fällt mir da nichts mehr ein. Und da bin ich der Meinung, da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja, wer so Geister fährt, da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich mache das, was für Bayern richtig ist. Und versucht diejenigen, die in der gleichen Lage sind, auch zu motivieren und dann in der Tat Schutz zu geben. Und wir haben eine sehr gute Polizei, eine sehr gute Staatsanwaltschaft, die niedrigste Kriminalitätsrate seit 44 Jahren, noch einen kleinen Werbeblock. Und das wollen wir auch fortsetzen. Und jeder, der dagegen verstößt, der kriegt von uns konsequente Strafen. Naja, wobei man ja schon sagen muss, die Angriffe haben ja zugenommen. Ja, also es ist ja, woran liegt denn das? Sind die Leute einfach irrer geworden? Oder was liegt ist denn der, so? Ja, das liegt schon an der Digitalisierung. Schauen Sie, wenn früher seltsame Menschen seltsame Ideen haben, dann haben es der Augsburger einen Leserbrief geschrieben. Und die Augsburger haben diesen Leserbrief gesagt, naja, also der hat ja eine Klatsche. Ja. Oder 5 Zeilen, die Erde ist eine Scheibe, ich sag's nochmal so was. Heute schreibt derjenige, findet irgendeine Plattform und stellt fest, Mensch, ich bin ja gar nicht so doof. Da gibt es ja 100 andere, die genauso doof sind oder genauso denken. Und das Ganze funktioniert ja so, darf ich unterschätzen. Wir werden ja von 2 digitalen Wellen überschwemmt. Die eine, zehntausende Bots aus Russland offenkundig, die unsere Demokratie destabilisieren sollen. Aber genauso viele Ideen gibt es aus den USA, die das inhaltlich übrigens ernst meinen. Diese QAnon-Bewegung zum Beispiel. Ja. Und dann werden Leute in so digitalen Blasen gezogen, ich würde schon sagen fast gefangen genommen, wie eine Sekte, und werden erst mit Lovebombing und dann immer stärker mit absurden Theorien gefüttert und hochgejatzt. Und aus dieser vermeintlichen Majoritätsempfindung und aus dieser vermeintlichen auch Steigerung immer der schlimmen Nachrichten, die da sind, und dem, ich glaube der Zeitung gar nicht mehr, ich glaube den Medien gar nicht mehr, alles Lügenpresse, Weltverschwörung und ähnliches mehr, entstehen dann auch so irrationale Prozesse, wo Leute, die normalerweise ganz normal wären, plötzlich in gewisser Weise halb durchdrehen. Und deswegen ist so wichtig auch, dass wir neben dem Abstellen von objektiven Problemen uns natürlich umgekehrt auch gegen die Verursacher wenden. Deswegen will ich das schon klar sagen. Der Feind sind nie die Grünen, unterschiedliche Meinung. Der Feind ist schon die AfD-Funktionärsgruppe um den Höcke. Denn die wollen eine echt andere Gesellschaft, die wollen einen komplett anderen Staat, die wollen raus aus EU, raus aus NATO, hin zu Putin. Und mal eine besonders aus meiner Sicht so dechiffrierende Äußerung war, als Höcke sagte, in der Schule sollen künftig nur noch normale Kinder kommen. Was heißt? Kinder mit einer Behinderung zum Beispiel, mit einem Handicap, betrachtet er nicht mehr als normal. Und das sind alles Vorstufen zu Sachen, wo ich finde, dass es eklig ist. Und deswegen muss man die AfD stellen und auch bekämpfen, meine sehr verehrten. Das ist ein klares Statement, da sind wir uns auch sicher alle hier im Saal einig. Zeit für ein paar Leserfragen. Ich habe hier ein paar schöne Bierdeckel. Und das Schöne ist ja, ich kann jetzt lauter Fragen stellen. Die stehen da ja wirklich drauf, die Sie mir als Journalist vielleicht sofort wieder zurückgeben würden und sagen würden, Mensch, doofe Frage. Kann man so jetzt nicht sagen. Hier, Martin Stiegler hat ein Fass gewettet, Bier 30 Liter. Und er hat gewettet, Klassiker, die K-Frage. Ich habe mit meinem Spezel gewettet, dass Sie, Herr Söder, wenn es brennt, als Kandidat zur Verfügung stehen, gewinne ich die 30 Liter Bier. Nein, weil es brennt ja nicht und die CDU hat ja
Also vor dem Hintergrund der ersten halben Stunde unseres Gesprächs. Nein, ein bayerischer Ministerpräsident ist für Bayern da und muss in Deutschland nach dem Rechten schauen. Ja, das ist ja ganz klar. Und ich habe das einmal mitgemacht und habe erlebt, wie die CDU reagiert hat. Ja. Und man hat mir damals kommuniziert, ja, du hast sicher die besseren Chancen und mit dir gewinnen wir deutlich besser. Aber dann hieß es so, aber der macht dann das vielleicht auch, wie er sagt. Und dann hat man sich für einen anderen Weg entschieden, ist alles okay. Ich glaube, dass ich viel glücklicher bin in Bayern, weil da gehöre ich auch hin. Da kenne ich quasi jedes Dorf und jetzt sagen wir mal, der Charme von Castrop Rauxel und Paderborn, den mir zu erschließen, würde ich sicherlich daran arbeiten, aber ich mache das für Bayern aus. Es geht ungebremst weiter, lieber Herr Söder. Der nächste Bierdeckel, kurze Frage, kein Name. Wie bekommen Sie Herrn Aiwanger im Griff? Habe ich schon. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie war das denn so bei den Koalitionsverhandlungen? Steht es auf dem Bier? Das ist jetzt meine freundliche Ergänzung. Der ist zu klein. Naja, die Situation ist ja relativ eindeutig. Es hat bei der Landtagswahl einen auf den ersten Blick wenig verständlichen Flugblattbonus gegeben, ja, der jetzt wieder in den Umfragen sich normal nivelliert hat. Wir arbeiten ordentlich zusammen, jeder muss aber seine Arbeit machen. Ich habe ihm auch gesagt, und dazu stehe ich auch, jeder muss das machen, wofür er eingesetzt ist. Also wenn beim Fußball jemand auf rechter Verteidiger eingesetzt ist, dann kann er jetzt ständig Mittelstürmer spielen, oder? Also muss man sich kümmern um die Themen, das macht er aber auch alles. Das klappt ganz gut, wir arbeiten gut zusammen. Wir haben unsere Standpunkte ausgetauscht, die wir hatten. Und es gibt eine Verfassung, gibt es einen Ministerpräsidenten, gibt es Minister, wir arbeiten sehr gut zusammen. Also ich habe jetzt wirklich kein großes Problem. Mein Ratschlag ist, wie gesagt, bei den Freien Wählern nur folgender. Das ist eine grundsätzliche Sache. Ich würde immer schauen, dass man Politik konstruktiv macht. Also wenn man nur auf Frust setzt, der Frust ist unendlich teilbar auch von anderen. Das kann jeder sagen. Das sagt Frau Wagenknecht, das sagt die Werteunion, das sagt die AfD. Da muss man aufpassen, dass man sich dann nicht fast überflüssig macht. Und deswegen meine Empfehlung, konstruktiv zu arbeiten. Bei aller Kritik an anderen, also jetzt, bin ja heute eher fast schon ein bisschen zurückhaltend bei der Kritik an der Ampel, aber umgekehrt auch sagen, was man selber macht. Jede Woche Schule, Energie, Technologie, unser wichtigster Ansatz, den wir haben, schon auch selber was machen. Und deswegen dann meine Empfehlung, nee, das klappt alles super. Also. Nächster Bierdeckel, ein bisschen Frage in eine andere Richtung, aber Sie haben es gerade beide Worte schon erwähnt. Was, Herr Söder, ist Ihre Meinung zu neu gegründeten Parteien wie der Werteunion und dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Mit neu gegründeten Parteien ist es wie immer mehr Fernsehprogrammen. Ja? Dauert zwar länger, bis man durch ist, aber es kommt überall der gleiche Käse. Ja? Kennen Sie auch, ja? Also ich meine, Sie schalten 100 Programme durch und irgendwie bleiben Sie trotzdem an den 3, 4 hängen. Ja, erste, zweite, dritte TV Augsburg. Und schon ist alles gelaufen. Ja. ATV. Also ich glaube, dass Wagenknecht der AfD wehtut im Osten. Ich glaube, dass die Werteunion jetzt keinem richtig wehtut. Glaube jetzt nicht so sehr. Ja. Das glaube ich nicht. Und wie gesagt, auch das ist mein Rat eben an die Freien Wähler gewesen, sich da nicht einzureihen. Am Ende ist es so, das ist auch eine Empfehlung zum Beispiel ins bürgerliche Lager, je zersplitterter es ist, desto schwächer ist es. Und deswegen sollte man das, also jeder entscheidet selber, was er wählt, aber ich habe da auch wenig Programme von denen gesehen bisher und deswegen, ich habe da keine Angst davor. In einer starken Union, klare Einheit, totale Harmonie zwischen Friedrich Merz und mir, wird das alles gut funktionieren. Ja, schöner kann man es ja gar nicht sagen. Ja. Die 30-Liter-Frage ist halt noch so ein bisschen offen, ne? Aber das nehmen wir jetzt mal so hin. Genau. Eine ernste Frage. Wolfgang Burkhardt schreibt sie auf, Landwirtschaftsmeister. Er fragt, wie geht der Preisverfall von unseren bayerischen Agrarerzeugnissen weiter? Auch durch die ukrainischen Importe seien die verursacht worden. Wir in Bayern zahlen drauf. Wie würden Sie das erklären, dass das möglicherweise nicht ganz stimmt, dieser Zusammenhang? Also ich glaube zunächst einmal, wir haben eine super Landwirtschaft.
Unsere landwirtschaftlichen Produkte sind nach dem Auto-Exportschlager Nummer 2. Und sind wir ganz ehrlich, wenn die Welt zu uns kommt, isst sie gern bayerisch, oder? Also alle essen und trinken gern bayerisch. Also ich habe selten erlebt, dass jemand, der zu uns kommt zum großen Fest, sagt, Mensch, hast du mal ein Sushi? Sondern die freuen sich, unsere Spezialitäten zu bekommen. So. Wird produziert von uns, erstens. Zweitens, wir sind lebensmittelautark. Das ist ganz interessant, ne? Bei den Medikamenten sind wir es ja nicht mehr leider. Mhm. Wir müssen uns danach strecken, Hustensäfte und Antibiotika zu bekommen. Ja, der fehlt dann mal im Winter. Natürlich, genau. Ne? Mhm. Und das sind wir bei Lebensmitteln nicht. Insofern, glaube ich, ist das schon gut. Und deswegen müssen wir auch sagen, dass die Landwirtschaft keine Subvention bekommt, eine Leistung für eine Leistung, die sie erbringt. Wenn in Bayern jetzt einen Zukunftsvertrag macht mit den Verbänden der Landwirtschaft, wo wir zum Beispiel sehr bewusst darauf setzen, mit weniger Bürokratie, mit mehr Regionalität zu arbeiten. Also wir sind der feste Überzeugung, in unseren Kantinen mindestens 50% regionale Lebensmittel. Ich finde es auch gut, mich wundert und ärgert, wenn ich das sagen darf, zum Beispiel. Ich habe nichts dagegen, dass wir jetzt Mercosur machen, das ist dieses Freihandelsabkommen mit Südamerika, sehr dafür. Aber bei Landwirtschaft brauchen wir schon eine Sonderregel, denn dort wird zu weniger Standards, zu weniger Lebensmittelstandards, zu weniger Tierhaltung, werden enorme Fleischproduktionen zum Beispiel gemacht, die dann zu uns kostenfrei importiert werden, unsere hohen Standards, weil die teurer sind, komplett verdrängen und am Ende haben wir weder Tierschutz erreicht, unsere Landwirtschaft kaputt gemacht. Das finde ich falsch und darum finde ich mehr Regionalität. Essen muss nicht durch die ganze Welt transportiert werden. Ich würde mir wünschen, mehr Respekt vor der eigenen regionalen Lebensmitteln. Dann könnten wir am Ende auch wieder erfolgreicher sein und stabilisieren sich auch die Preise. Bevor Andrea mit der nächsten Frage kommt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde durch. Wenn Sie noch Fragen an Markus Söder haben, dann bitte jetzt notieren. Wir haben schon ein wenig Zeit, wir plaudern gerade so schön. Schön. Ja. Umso mehr die Aufforderung, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne auf den Bierdeckel und nach vorne. Auf meinem Bierdeckel geht es um die Ukraine, um die Taurus-Lieferung. Olaf Scholz hat sich ja gestern noch mal klar dagegen positioniert. Was ist Ihre Meinung dazu? Meine Frage, macht es Sinn, viel Waffen zu liefern und dann zu sagen, aber eine bestimmte liefere ich nicht? Also die Taurus ist keine Atombombe. Das ist eine hochwertige Waffe, klar. Aber warum liefern wir andere Haubitzen und Geräte und das liefern wir nicht? Das verstehe ich nicht. Man muss eines sehen. Also die Ukraine ist gerade im Moment, der Ukraine-Krieg, an einem ganz schwierigen Punkt. Den Ukrainern geht die Munition aus. Ja. Geht echt die Munition aus. Es dauert nicht lang, die können keine Stellung mehr halten. Ich finde das beschämend für den ganzen Westen, dass wir 2 Jahre sagen, Russland soll nicht gewinnen und dann scheitert es an Munition. Stellen Sie an etwas, was ein ist ein Rüstungswettlauf, nichts anderes. Also es ist nur eine Materialschlacht. Ja, das könnten wir sofort herstellen. Warum gelingt uns das nicht? Die Taurus hat den Vorteil, dass sie neben der normalen Artillerie eine Möglichkeit bietet, auch beim der Überlegenheit russischen Materials vielleicht das etwas aufzuhalten. Ich rate dringend dazu. Und wenn man die Ampel sieht, streiten untereinander auch an der Stelle völlig. Ja. Ich finde natürlich absurd, da Bodentruppen hinzuschicken. Das sagt ja der Kanzler. Er sagt ja das Ding. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ehrlich also gesagt. Also Macron muss das angedacht haben. Das glaube ich aber gar nicht mehr. Das hat er wohl mehr so am Rande. Nee, er hat das so en passant gesagt. Aber der Scholz sagt schon, wir können das Taurus, das wollen wir nicht schicken in die Ukraine, weil das kann, so sagt er, das nur mit Bundeswehrsoldaten vor Ort bedient werden. Und dann haben wir deutsche Soldaten im Einsatz. Das andere schicken vergleichbar. Also das sagen auch die Verteidigungsexperten, weil diese tapfere Frau Strack-Zimmermann, der FDP, die kennt sich, glaube ich, wirklich damit aus. Anton Hofreiter, der mittlerweile mehr redet, als würde er bei Krauss-Maffei arbeiten. Die kennen sich ja mittlerweile da aus. Die sagen, das ist anders. Deswegen würde ich sagen auch Militärs. Also das ist für mich ein totaler Widerspruch. Und man muss nur eins wissen, wenn das verloren geht und Russland dann quasi einen großen Sieg davon sieht, dann ist ja nicht so, dass der Putin sagt, super, das war's. Ja. Autokraten, ihr System basiert auf Weitermachen. Und wenn dann in den Vereinigten Staaten tatsächlich Trump gewählt wird und sich eine veränderte Philosophie zur NATO ergibt,
Was übrigens die amerikanischen Militärs nicht wollen, weil die sagen, die NATO ist wichtig, die Partnerschaft. Auch Deutschland als Standort ist enorm wichtig, als Brückenkopf, als sicherer Rückzugsraum, Truppenübungsplätze in Grafenwöhr. Da wurden übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, ukrainische Führungskräfte lange Zeit schon trainiert. Mhm. Deswegen sind die auch zum Teil so stark. Und also mit den Amerikanern trainiert. Krankenhäuser, alles, was wir da haben. Ne? Und, aber wenn das passiert, man muss sich ja mal vorstellen, wenn Trump die Formulierung, ja, wer nicht zahlt, wird nicht beschützt, das ist ja keine mafiöse Schutzgeldvereinigung. Das ist ein Bündnis der Werte. Deswegen kommt übrigens in die NATO auch kein Autokrat oder Diktator oder sowas rein. Na, den Erdogan haben wir, schon, aber da schauen wir drüber hinweg. Ja, schwierig, aber kann nicht sein, dass er ein Diktator ist. Das kann man nicht sagen. Und umgekehrt, wenn Sie das nochmal anschauen, ich habe das ja mit Schweden angesprochen, die Schweden sagen, also deswegen, die geben eine, hat mir die Königin Silvia nochmal gesagt, die haben ganz, also neben den Politikern ja eine interessante Binnen- und Außensicht hat. Ne? Die sagt also, dieser Grundsatz der Neutralität ist einer der heiligsten in Schweden je hatte. Den hat man jetzt komplett aufgegeben und zwar ohne Streit, mit voller Überzeugung, weil man gespürt hat, wie Russland ständig provoziert und verletzt. Und jetzt, wenn in der NATO der Eindruck entsteht, die NATO ist schon ganz okay und hilft vielleicht, aber vielleicht auch nicht, dann wird es zu Dingen ermuntern in Litauen, im Baltikum und anderswo. Und es ist wirklich eine echte Gefahr. Und dann ist alles, was wir glauben, an Sicherheit zu haben, nichts wert, wenn wir ständig erpressbar sind. Und wenn man das nochmal eingedenk sieht, natürlich braucht es irgendwann eine strategische Überlegung, wann kann ein Zeitpunkt sein, Gespräche zu führen, um mit einem Waffenstillstand mal das Sterben zu beenden. Aber ich glaube nicht, dass Russland in der jetzigen Phase bereit ist zu reden, wenn sie den Eindruck haben, die anderen verlieren. Dem Stärkeren, der nur glaubt ans Recht des Stärkeren, dem musst du zumindest die Abschreckung entgegenhalten, dass die Verluste höher sind. Und deswegen ist die einzige Chance Taurus. Und ich finde es abenteuerlich zu sagen, ich möchte, dass die Ukraine in die EU kommt. Da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ich möchte, dass die EU in die NATO kommt. Aber nach dem Krieg sollst du in die NATO kommen? Frage, was ist davon noch übrig? Also das ist der Punkt, der bei Scholz, finde ich, nicht logisch ist. Er soll sich entweder so oder so entscheiden. Aber die jetzige Sache gibt ein international katastrophales Bild ab. Die Hälfte der Regierung möchte. Der Bundeskanzler sagt nein. Das Ausland fragt uns zunehmend, was macht ihr da eigentlich in Deutschland? Und das ist ein schlechtes Bild, wenn das stärkste Land in Europa eine solche Uneinigkeit zeigt. Weil wir gerade schon bei der weltpolitischen Lage sind, passt dieser Bierdeckel sehr gut dazu. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, Herr Söder, was würden Sie sich wünschen? Also erstens natürlich Frieden in der Welt. Und Frieden in der Welt ist aber nicht einfach nur, wenn die Waffen schweigen, sondern wenn es tatsächlich gelingt, auf diese globalen Transformationen, die so heute heißt, die Veränderungen, eine einheitliche Antwort zu finden. Mhm. Das ist das Erste, was ich will. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass alle gesund sind und gesund bleiben. Ja. Und das Dritte, was ich mir wünsche, dass der Club aufsteigt. So. Wahrscheinlich kommt der Frieden eher, als dass der Club aufsteigt. Und Augsburg drin bleibt natürlich. Ja. Naja, wir sind ganz gut versorgt im Moment. Ich weiß, die Zeit neigt sich dem Ende, aber ich würde gerne ein Thema noch zumindest kurz ansprechen, auch wenn es dem Thema nicht gerecht wird, es nur kurz anzusprechen. Das ist das Thema Migration. Da haben uns sehr viele Zuschriften erreicht. Nicht so viel wie schon mal vorher. Das stimmt, weil jetzt Winter ist, weil die Zahlen nicht ganz so hoch im Moment sind, die Überfahrten über das Mittelmeer im Moment stocken. Trotzdem ist es so, dass die Menschen das Gefühl haben, dass die Politik dieses Thema, wie steuern wir Migration, nicht im Griff hat. Sie führen jetzt die Bezahlkarte ein in Bayern. Das ist ein sicher wichtiger Schritt. Aber ist das ein Schritt, der jemand, der für seine Familie in Afrika das bessere Leben sucht, von dem vorher schon mal für Deutschland die Rede war, der den davon abhält, dann in so ein Boot zu steigen? Nicht allein, aber es wird ein Teil sein. Also die Situation ist, wie Sie es beschreiben, es ist für die Menschen ein großes Thema. Dabei geht es nicht nur um die reale Überforderung vieler Kommunen, es geht auch um eine gefühlte Überforderung. Wenn man sich anschaut, was in verschiedenen Städten in Europa stattfindet, ein Macron, der sich nicht traut, auf einer
Demonstration gegen Antisemitismus teilzunehmen, weil er Angst hat. Das könnte zu Unruhen in Vorstädten führen. Bei uns manche Demonstrationen, Kalifatforderungen, Hamas und so, wo man sich fragt, hey, was ist da eigentlich los? Ja. Gibt es da eine beginnende Parallelstruktur im Land? Ich glaube, ich muss mal auf drei Weisen reagieren. Das eine ist tatsächlich die reale Überforderung zurückfahren. Das geht meiner Meinung nach eben durch verschiedene Maßnahmen, effektiver Grenzschutz, effektive Rückführung. Man muss ja wissen, nur noch 1% der Menschen, die bei uns sind, werden nach dem klassischen Asylrecht überhaupt bewertet. Viele andere werden über den sogenannten subsidiären Schutz, also dass bestimmten Ländern man generell das unterstellt. Rückführung gibt es viel zu wenig, weil mit den entsprechenden Ländern immer noch keine Verträge und Deals gemacht werden. Da wäre höchste Zeit, mehr zu tun, da an der Stelle da anzugehen. Und das Dritte ist, glaube ich, schon auch die sozialen Anreizfaktoren, denn es zieht die Leute vor allem nach Deutschland, muss man sagen. Und da spielt Bargeld schon. Schauen Sie, wir tun uns schwer, Menschen, Flüchtlinge in Arbeit zu bringen. Das liegt unter anderem am, glauben wir, am Bürgergeld. Mhm. Wir erleben zum Zweiten, dass, wenn Sie mit manchen Präsidenten aus bestimmten Ländern reden, aus Afrika, die sagen Ihnen, das macht die Gelder, die überwiesen werden, macht einen Teil, einen relevanten Teil des Bruttoinlandsproduktes des Landes aus. Dann spielt es offenkundig schon eine Rolle. Ja. Ich fand ja auch zum Beispiel total interessant, ohne das zu bewerten, während des Ukraine-Krieges sind zunächst mal viele Frauen zu uns gekommen, weil die Männer kämpfen. Während des Syrien-Krieges sind vor allem junge Männer gekommen. Mhm. Interessant, warum eigentlich? Ne? Müssen die nicht kämpfen? Also gibt es interessante Fragen, die man sich stellen kann. Das sind, glaube ich, um unseren humanitären hohen Standard zu erfüllen, den wir haben wollen, müssen wir umgekehrt aber auch die Realität sehen. Und ich sage es auch sehr deutlich, ich glaube, dass wir an einigen Stellen an einer Überforderung, auch ein Überforderungsteil der Gesellschaft sind. Wir müssen alles dafür tun, dass keine Parallelgesellschaften entstehen. Und es darf nicht sein, dass unsere Leute, viele Menschen Angst haben, abends U-Bahn zu fahren oder auf den Marktplätzen sich nicht mehr wohlfühlen. Und deswegen bin ich an der Stelle für eine vernünftige, aber am Ende auch restriktive Zuwanderung. Ich sage mal so, Zuwanderung in Arbeit ja, Zuwanderung in soziale Sicherheit und soziale Sicherungssysteme eher nein. Passend dazu auch die Frage eines Lesers zum Thema Fachkräftemangel. Welche Maßnahmen können wir ergreifen, damit ausländische Fachkräfte sich besser bei uns integrieren können? Ja, zunächst mal muss der Anreiz zum Arbeiten da sein. Wie gesagt, wir haben in vielen Bereichen lohnt es nicht so richtig, weil man in Deutschland andere Möglichkeiten hat. Das kann man wirklich sehen. Das hat einen Grund, warum in anderen Ländern 75% der Menschen, die neu kommen, dann in Arbeit sind, auch übrigens arbeiten wollen. Das ist übrigens kein Vorwurf an die Menschen, weil ich glaube, jeder will sein Glück suchen und sein Glück finden. Aber bei uns ist das unendlich schwierig und die Angebote, die Alternativen sind einfach zu hoch. Das ist das eine. Was man, glaube ich, machen muss. Das Zweite, natürlich müssen wir, jetzt wenn es um Fachkräfte geht, die Anerkennungsvoraussetzungen verändern. Man ist ja total albern. Ukrainische Männer, die einen LKW-Führerschein haben, bekommen bei uns keine Anerkennung. In Österreich schon. Also fahren sie für die österreichischen Speditionen über deutsche Autobahnen. Das ist ja total doof. Ja? Also versteht kein Mensch. Die Verfahren sind wie immer endlos lang bürokratisch. Wenn wir das deutlich verbessern können, dann würde es auch leichter gehen, glaube ich. Und dann würden wir auch mehr Attraktivität haben für bestimmte Fachkräfte. Ich glaube aber, dabei bleibe ich irgendeine der Wirtschaftsweisen, nicht die Frau Grimm. Der Professor Schnitzer hat jetzt gesagt, wir bräuchten 1,5 Millionen Zuwanderer jedes Jahr dafür. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht integrieren können. Allein von Wohnungen, Kitas und Ähnlichem mehr. Und auch von einer Überforderung dann der Gesellschaft. Da glaube ich einfach, an einigen Stellen werden wir wieder lernen, etwas mehr zu tun selber. Wir drehen uns immer im Kreis. Ja? Ich glaube, ein bisschen mehr Arbeit wird am Ende auch ein Teil der Herausforderung, die wir haben, lösen. Länger arbeiten, dafür aber auch besser entlohnt werden und weniger Steuern zahlen, Anreiz geben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, das IFO-Institut hat ausgerechnet, wenn jemand von 3.000 auf 5.000 Euro einen Verdienst hat, in der bestimmten Konstellation, sind es dann netto 22 Euro mehr. Ja, da muss er doof sein, oder? Mhm. Also und diese Art muss man, glaube ich, einfach logisch ändern. Ich finde, wer arbeitet, muss mehr haben, als der nicht arbeitet. Und wer viel arbeitet, muss viel mehr haben, als jemand, der weniger arbeitet. Ganz einfach, ja. Ganz einfach. Haben wir noch Zeit für ein, zwei Fragen von den Lesern zum Thema Energiestrompreise? Das ist ein Thema, das einigen auch auf den Nägeln brannte. Ein Leser aus Bobingen schreibt das.
hat uns geschrieben. Er sagt, Wind und Sonne erzeugen den Strom ja kostenlos und die Politik vor allem, die Grünen, sagen uns, der Strom würde dadurch billiger. Warum wird er denn dann immer teurer? Ja, zunächst mal wird es einfach, also Sonne und Wind sind immer da, aber halt nicht immer gleich. Ja, es gibt die windstille Nacht sozusagen, wo nichts geht. Und deswegen ist es halt sinnvoll, dass Erneuerbare sind der eine Teil, ein guter Teil, wird ja auch viel unterstützt und finanziert. Das wollen wir auch ausbauen. Und entgegen der Meinung vieler in der Öffentlichkeit liegt Bayern erst wieder bestätigt von der Bundesnetzagentur bei der Gesamterzeugung installierter Leistung auf Platz 1 in Deutschland. So. Wenn man alles zusammennimmt, Photovoltaik überragend, Wasserkraft überragend, Biomasse überragend, Wind stärker als Baden-Württemberg. Ja, glaube ich, noch grün regiert. Also können wir aber besser werden. Dass wir beim Wind übrigens auch nicht so stark sind, hat natürlich schon was mit 10H zu tun gehabt, aber nicht nur. Zum Zeitpunkt, als die meisten Windräder aufgestellt wurden, ich habe ja selber als damals noch Energieminister, ich habe 1500 Windräder vorgeschlagen damals, 2011 für Bayern, einfach rein rechnerisch ausgerechnet. Wir haben nämlich das Problem, dass wir mit den Windrädern dieser Generation von damals, ja, nicht annähernd so die Winderträge gehabt haben. Heute gibt es andere Windräder, die besser sind. Offshore ist sowieso natürlich besser als das Ganze. Also erneuerbare ja, aber du brauchst für die Grundlastfähigkeit eine andere Form der Energie. Auch die höchsten erneuerbaren Energieländer brauchen entweder Gas oder Ähnliches mehr. Und deswegen brauchen wir eben dann die Kernenergie. Das wäre mein Angebot. Die Verbindung, zumal es auch jetzt heute Überlegungen gibt für kleinere Kernreaktoren in den USA, die Atommüll mitverarbeiten, weil es ja, glaube ich, die größte Schwäche ist, die man es ankann. Und wir setzen umgekehrt auch in der Forschung auf die Kernfusion. Wir hoffen, den ersten Demonstrationsreaktor zu machen, als Idee, saubere Energie der Zukunft zu erzeugen. Und weil das halt so ist, und dann kommt noch in Deutschland noch dazu, Leitungen werden noch nicht vorangebracht, viel zu wenig gebaut. Wir liegen übrigens nicht schlechter, als alle behaupten. Sondern das sind halt lange Diskussionen gewesen, unterirdisch, überirdisch an der Stelle. Das geht aber jetzt alles voran. Was mir ehrlich gesagt immer ein bisschen Sorge macht bei Energie, ist was anderes. Das ist, dass der Bund keine echte Kraftwerkstrategie hat. Habeck hat gesagt, er will jetzt eine entwickeln, weil man muss sehen, wir bräuchten, weil wir energiedichter sind, weil wir mehr Energie brauchen, weil wir digitaler sind, weil mehr Leute sind, bräuchten wir mehr Energie. Und zwar nicht nur über Leitungen, sondern tatsächlich erzeugt. Und zwar in den Schwankungszeiten, wo Sonne und Wind nicht funktionieren. Und da bräuchten wir Kraftwerke. Und der Bund will jetzt eine Kraftwerkstrategie für ein paar Gigawatt machen. Entschuldigung, bitte. Ja. Wir bräuchten aber 20 bis 30 nach unseren Rechnungen. Wenn das so passiert, dass der Bund zu wenig macht, wird der Süden, Baden-Württemberg und Bayern schlechter. Dann kann es irgendwie zwei Strompreiszonen geben, was zu extremen Verwerfungen führt. Und das, obwohl wir die ganze Zeit den Länderfinanzausgleich bezahlen nebenbei. Und das Zweite ist bei den Wasserstoffnetzen, es wird sehr einseitig in Norden gedacht. Das ist übrigens auch so ein Vorwurf an der Ampel, der ist schon jetzt jenseits aller Hakeleien und was weiß ich und Spielchen, ist der schon sehr berechtigt. Man denkt alles von Norden her. Und naja, so wie früher der Andi Scheuer doch jede Umgehungsstraße nach Bayern gelenkt hat, oder? Im Verkehrsministerium. Nicht jede, aber einige. Ja? Und hat er ja auch gut gemacht. Aber zwischen einer Umgehungsstraße, im Unterallgäu oder im Ries, ist nochmal ein kleiner Unterschied, oder in Niederbayern in dem Fall, da glaube ich waren die meisten, ist noch ein Unterschied zu einem wasserstoffleistungsfähigen Netz in ganz Deutschland. Denn das sind neue Lebensadern, da muss man schon ein bisschen mehr machen. Also da sind wir schon sehr beschwert, da ärgern wir uns auch drüber. Wir gehen zum Teil jetzt selber in die Vorleistung, wir machen das jetzt selber und wollen da reingehen, stimmen uns mit Baden-Württemberg ab. Aber das ist so eine echte, wissen Sie, ist so, auch bei der Wasserstoffstruktur, es hakt jetzt, es geht nicht richtig voran, die Projekte werden nicht gemacht, dann wird Geld zurückgezogen, dann wird wieder was neu gemacht und neu geändert. Das ist so eine Jacke, die total falsch zugeknöpft ist und irgendwie, sage ich mal so, als Franke wurschtelt es da ständig dran rum und irgendwie wird es nicht besser. Und das macht dieses Ganze so, auch von der Wirtschaft her, so nervig. Ja. Also die fühlen sich dann auch irgendwie, das merken sie auch, wenn die Wirtschaft mit Bundesregierung redet, dann fühlen die sich manchmal so, die haben schon gar keine Lust mehr. Was ich jetzt zum Beispiel bei uns mache,
Ich beginne jetzt zunehmend, auch wenn Unternehmen bei uns da sein wollen, jetzt nicht nur das zuständige Ministerium zu verweisen, die brauchen alle dazu, sondern selber mit einzelnen Beauftragten zu arbeiten, also so ein Standortbeauftragter, ein bisschen der mithilft, der dann sagt, okay, was brauchen wir dafür, dafür, dafür. Nur ein banales Beispiel, wenn ich erzählen darf. Aber ich habe ja Zeit. Also, fühlen sich frei. Es gibt in Niederbayern Pullman City, ich weiß nicht, ob das schon jemand gehört hat. Das ist so eine Westernstadt. Kann man hier ja, auch ich glaube, sie mögen auch Western. Also, ja, ist das so. Die hatten einen Brand gehabt, einen schlimmen Brand. Und dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt. Kann man helfen und so. Da sagen die, Geld brauchen sie eigentlich gar nicht. Sie haben aber die Idee, was Neues zu machen und zu erweitern. So. Es waren bei dem Termin dabei, Ministerpräsident, zwei Minister, 5, 6 Abgeordnete, Stellvertreter, Landrat, Bürgermeister, alles mögliche. Da sagen die, alles funktioniert. Aber der Herr XY... Ich sage, ja, wer, Herr XY? Ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich keinen blamen will. Der Herr XY! Ja, wer ist denn der gute Mann? Ja, der sei vom Naturschutz. Mhm. Vom staatlichen und vom kommunalen. Und der glaube, dass dort auf dem Gelände der Erweiterung die Haselmaus sein könnte. Ein wertvolles Tier, keine Frage. Und um zu ermitteln, ob die Haselmaus da sei, möge man ein einjähriges Vegetationsgutachten machen. Und wenn das kommt, dann brauchen sie gar nicht mehr aufspannen, weil sie geht so. Und dann denken wir mal, Mensch du, mal abgesehen davon, dass daneben ein Waldstück ist, ja, und man theoretisch mit ein bisschen Speck oder was weiß ich, die Haselmaus, sollte sie da sein? Ja, ganz neue so einfach, Gefilde. Ich glaube, geht's nicht, aber. Das ginge so, ja. Es geht manchmal einfacher, als man denkt. Ich habe, zum Beispiel sagen, nein, unter einer Photovoltaikanlage, das ist eine Katastrophe für Tiere. Völliger Quatsch. Die sind froh, wenn im Sommer nicht so die Sonne drauf brennt und im Winter nicht regnet. Tatsächlich so. Die sind dann nämlich manchmal wie wir zwei. Also, ja, wir werden auch, ja, wenn es regnet, ist man froh, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. So. Da wird bei uns diskutiert und gemacht und in Abwägungsdingern getroffen. Wirklich endloses Zeug. Ja? Und da denke ich mir manchmal, wenn der Staat und die Kommunen den Eindruck wecken, dass eine Maus dazu führt, dass eine zentrale Investition praktisch überhaupt nicht diskutiert werden kann, dann bin ich mir manchmal nicht sicher, ob man dann diesen Staat überhaupt noch ernst nimmt. Mhm. Und da muss man einfach ein bisschen vernünftiger und pragmatischer sein. Die Haselmaus echt in Ehren. Ich nehme sie in der Staatskanzlei auf, aber irgendwie muss man eine Lösung finden. Zum Abschluss, Herr Söder, noch eine persönliche Frage. Sie sind ja ein 110-prozentiger Politiker. Können Sie sich eigentlich auch mal was anderes vorstellen, ein Leben ohne Politik? Ein Leben ohne Amt sicher, ein Leben ohne politisches Interesse eher nein. Mich interessiert es einfach. Mich hat's immer interessiert. Seit meiner frühen Jugend hat mich das interessiert. Ich schaue gern politische Nachrichten, ich schaue auch gern Sportnachrichten, logischerweise, wie man, glaube ich, schon raushören durfte. Mich interessiert einfach das, was da stattfindet. Und deswegen, ich werde irgendwann auch natürlich nicht mehr in dem Amt sein, was aber noch viele Jahre hoffentlich dauern wird. Ja. Ja. Und, ich denke immer an diese 30 Liter. Unabhängig von den 30 Litern da, ja. Aber natürlich, es ist so. Aber mich interessiert einfach Politik. Verstehen Sie? Ich finde es einfach spannend, ich finde es faszinierend. Und ich habe das auch immer gemacht, um was zu bewegen. Ich weiß, ich werde oft immer kritisiert und so. Was macht das Söder jetzt wieder für einen Vorschlag? Wissen Sie, wenn man nichts verändern muss, kann es unsere Bürokratie gut. Die sind nämlich genau dafür, das so zu machen, wie es festgelegt wurde. Aber wenn man was verändern muss, weil die Welt sich verändert. Und das, finde ich, ist ja so erkennbar. Die Welt verändert sich. Und jetzt will ich nicht Otto Schilly zitieren, der gesagt hat, wer sich nie ändert, ist ein Depp. Das ist mir etwas zu Schilly-mäßig. Aber ich glaube einfach, man muss schon auch Dinge prägen können. Und mir macht das riesig Freude. Ich habe trotzdem Hobbys. Ja. Ich schaue Filme, sehr viele. Ja. Ich mache auch Sport. Ich schwimme gerne zum Beispiel im Sommer besonders gern durch Seen. Das ist besonders attraktiv. Ich schwimme mal quer über den See durch, wobei das immer so ist, da schwimmt dann das LKA mit. Ja. Okay. Links und rechts einer, kein Witz. Und einer auf so einem SUP, ja. Der hat dann ein Telefon, da kann schon mal sehen, der Ministerpräsident, der Pressesprecher, der Herr Wittl ist dran und sowas. Ja.
So, und dann kommen wir an der anderen Ende wieder raus. Und die planen das immer so, damit man halt so schnell rein und raus geht. Wobei es kann manchmal schwierig sein. Das ist jetzt kein Scherz. Ich war mal an einem oberbayerischen See schwimmen und die haben das geplant direkt gegenüber, weil es um eine Strecke so bis zu 2 Kilometer maximal. Kommen wir raus. Dann haben sie aber einen Fehler gemacht. Die haben nicht genau das Gelände erkundet. Dann war das ein Nacktbadestrand. Ü60. Und die dortigen sehr, 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 sehr netten Damen waren der festen Überzeugung, ich könne das Gelände nur passieren in der entsprechenden Kleiderordnung. Es hat viel Diplomatie gekostet, das zu. Ja, wir sind halt schnell durch. Also. Aber ich habe auch gerne andere Dinge, die mich interessieren. Ein Hund daheim und so, großer Fan von, aber sowieso von Hunden. Aber ich finde, Politik ist halt total faszinierend und ich habe das immer bis heute als totales Privileg erachtet, dass ich das machen darf. Herr Müller war da jetzt verschiedene Ebenen auch erlebt, da in Brüssel und so. Gibt da manche auch viel, die sehr frustriert sind in den Politischen und was nicht geklappt hat. Oder auch, dass manche tragen ziemlich viel negative Erinnerungen mit sich rum. Sie haben ja auch schon Bücher geschrieben über verschiedene Protagonisten. Ja. Ich habe das immer so empfunden, ich war nie der Fan davon, nachtragend zu sein. Ich gebe zu, vergessen tue ich nichts, weil das ist ein Vorgang des Hirns. Aber vergeben kann man alles, was ein Vorgang des Herzens. Weil wenn man nämlich immer nur mit schlechten Erinnerungen rumläuft und einen Rucksack voll so negativen Gefühle bei sich trägt, läuft man irgendwann krumm und bucklig. Und das will ich nicht. Ich will mir immer noch eine Freude vorbehalten auf den nächsten Tag. Und einer meiner Lieblingssänger war immer Udo Jürgens. Der hat immer gesungen, kennt das Lied, und immer wieder geht die Sonne auf. Und an diese Philosophie glaube ich irgendwie und möchte mir diesen Glauben an die Zukunft auch nicht nehmen lassen. Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Herr Söder.